Glücklicherweise ist der Checkpoint direkt hier gewesen. Wir haben noch alles eingesammelt, ich habe ein bisschen Upgrades durchgeführt. Ich bin gar nicht so böse auf Alina, weil ich nicht auf sie böse sein kann. Hat sie ja Glück, dass wir in dieser Art von Rolle stecken. Nicht loslassen! Guck, da wärst du sicher gewesen. Ich war ja hier! Ich war ja hier und das ist trotzdem Game Over! Du kannst loslassen. Und jetzt? Das kriegst du nochmal zurück. Wow! Eine Schlange. Okay, die Schlange hat ein Ei gehabt. Okay. Weil ich die Schlange getötet habe. Wahrscheinlich. Nee, fünf Gegner. Die Schlange gilt als Gegner. Oh, ja. Lass mich rein. Nope. Warum nicht? Ah, hier. Das kriegen sie nicht durch! So blödes Holzding! Ich kann ja gar nichts, ey. Außerdem hätte auch durchschießen können. Grünes Kraut. Gewehr. Gold, viel. Und hier ist ein schöner Ausblick. Da geht's rum. Ach, ich bin echt froh, wenn wir hier raus sind aus dem Wald. Ja, ich glaube, das wurde aber noch schlimmer. Stimmt, da gibt es noch irgendwie diese Inseln oder sowas. Wo? Jumping. Wo geht's denn richtig weiter? Da, wo du entlang gehst gerade. Okay. Nee, doch nicht, doch nicht. In der Höhle gibt's noch irgendwas. Ich habe gerade die Karte gesehen. So. Hier ist aber, glaube ich, das Levelende. Was hast du denn da gefunden? Eine Maske. Come on! Yeah. Okay. Oh, wie romantisch. Ich habe meine Leichen der ganzen Leute, die mich gerade verblubbern haben lassen. Also keine Leichen mehr da. Oh mein Gott, so schön. Oh, gar nicht gestorben. Vier? Gar nicht gestorben. Aber immerhin haben wir beide eine sehr, sehr gute Präzision und sehr viele besiegte Gegner. Ja, und einen Haufen Gamerscore für mich, ey. Yay. Da hättest du mit deinem Account... Eigentlich, ich weiß nicht, ob ich die Magna mitnehmen möchte, eigentlich nicht. Ich meine, sie hat eben schon was bewiesen, aber... Gibt so viele Schätze. Mhm. Du kannst mir deine Pistole geben und dann, ja. Ich hab das echt nicht gewusst. Oh, okay. Ich hab dir gerade Brandgranate gegeben. Warum? Ist auszusehen. Ich behalte sie. Das ist ein Geschenk. Das war aber lieb von dir. Ja. Ich habe eben versucht, einen Milchshake zu machen. War nur ein kalter Kakao. Es war ein Kakao, genau. Falls jemand das Geheimnis zum Milchshake kennt, ja, bitte mitteilen auf meiner Webseite www. Also anscheinend ist das Geheimnis zum Milchshake nicht Eis und Milch. Das war das. Das ist jetzt eigentlich nur so ein riesen Kampf jetzt hier, ja? Ja. Okay, was kommt da? Lebt der noch? Nein, jetzt wohl nicht mehr. Was ist mit denen los? Den kann er nicht sofort mit der Maske. Ist er noch da? Da ist er. In den Arsch. Ich glaube, er ist auch nicht so geworden. Hast du es gesehen? Der eine Kerl war da gerade am Klettern, der springt da einfach hoch. Das ist keine Munition mehr. Haben wir den erledigt, ja. Wenn du den eigentlich in der Luft abschießt, während sie springen, dann kannst du die doch eigentlich... Dann fallen die runter, oder? Ja. Ach, komm schon. Das war knapp. Ich muss ja eigentlich nichts machen, ich stehe einfach nur in denjenigen, die alle mit dem Gewehr. Natürlich.
Ach, die schieben doch gleich die Brücke. Also, sobald man, glaube ich. Hast du das gesehen? Nee, leider nicht. Aber ich kann es mir später in der Aufnahme nochmal angucken. Was ist passiert? Der ist auch lustig durch die Gegend geflogen. Es ist doch gleich so, wenn wir ein bisschen weiterkommen, dass die dann die Brücke hochziehen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber die haben wir eigentlich jetzt alle erledigt, oder nicht? Irgendjemand schießt aber auf mich. Wenn du weißt, woher, dann. Ah, da oben. Irgendwann hat auf dich geschossen. Tja. Die springen hin und wieder von hier oben runter, da muss man ein bisschen aufpassen. Achso, das sind also doch. Aber Musik ist weg. Ja, fürs Erste. Ich glaube, wir müssen hier irgendwann ins Wasser, oder? Nee, du musst hier oben drüber, kannst hier oben drüber springen. Ja, aber ich meinte allgemein irgendwann hier in diesem. Ansonsten hätten die einem doch nicht das Krokodil gezeigt, oder? Das wollten die einem wahrscheinlich nur damit sagen, dass man besser nicht ins Wasser geht. Wo ist nochmal ein Unterschied zwischen Krokodil und Alligatoren? Größe? Ja, aber was ist das? Da war doch eben keiner! Außerdem, seit wann haben sie Knöpfe? Seit wann haben afrikanische Ureinwohner Schalter? Wahrscheinlich noch mit irgendwelchen elektronischen Verbindungen oder sonst was? Okay, aus der Entfernung mit der Waffe schießen ist eher nicht so sinnvoll. Tja, das war's wohl. Und noch einer. Die fliegen einfach runter. Okay, der Kerl nervt mich jetzt. Der Kerl hat mich. Ja, du musst ja gleich das Fuß bewegen. Ach, der kommt da drüber gesprungen. Oh, danke. Wo kommen die alle jetzt her? Runter mit dir. Runter mit dir. Danke. Das Floß bewegt sich gleich, wenn ich da drauf stehe. Ja. So. Ich glaube, das Krokodil kommt die ganze Zeit, oder? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich erinnere mich an irgendwas ganz, ganz grob. Kannst du bitte schneller drehen? Ich kann nicht. Oh mein Gott! Scheiße! Lena! Bitte! Ah! Ich meine, ich spiele ja gerne Sonic und Quicktime Events, aber bei Sonic, da passiert ja nichts, wenn das Quicktime Events versagt. Ich hab's gewusst, dass es irgendwas mit den Krokodilen auf sich hat. Du schaffst das, Daniel! Was? Du schaffst das! Ja, aber... Oh mein Gott! Ah! Fuck you! Verschwende nicht deine Munition! Das war gerade mit Adrenalin. Du hast es gleich geschafft! Ah! Noch einmal ausweichen! Nein! Weißt du, die haben eine blöde Konstellation, bei der du so einen scheiß Kurbel drehen musst, um den Floß weiter zu bewegen. Aber sie haben einen Schalter, der ganz, ganz mysteriöserweise... Ja! Oh Gott! Du hast es überlebt, alles ist gut. Ja. Falls ich irgendwann mal Kinder habe, ja. Dürfen sie niemals Resident Evil spielen? Doch, das müssen sie, um meinen Respekt anzuerkennen. Papa, warum machst du mir keine Lunchbox? Tja. Ist halt eben noch nicht so weit. Oh oh. Oh Gott, wo bist du? Was? Tricell finanziert die. Gibt's etwa eine Verschwörung? Irgendwie habe ich geahnt, dass hier im hohen Gras was ist. Ja, 60 Gold. 90, ja. Jetzt geht's schon lang so. Ja. Und eine Schlange. Ich habe für dich diese Schokomaus gekauft und ich habe voll vergessen, wie geil die sind. Welche Superheldenfähigkeit hättest du, wenn du eine erfahren könntest? Fliegen. Fliegen? Mhm. Das wär's, Fliegen? Ja. Ein Erste-Hilfe-Spray. Jetzt hast du eine Geschwindigkeit, also würdest du schnell fliegen oder langsam fliegen? Ach, das ist mir egal. Hauptsache fliegen. Ho, ho, ho. Ho, ho. Schlangen. Zwar viele. Du kümmerst dich schon um das Problem. Würdest du denn wirklich auch eine Schlange mit einem Messer töten? Nein. Was würdest du tun? Weiß ich gar nicht. Wir hatten ja schon mal eine Schlange im Wohnzimmer. Was?
Ja. Was? Was für ein Bullshit? Eine Ringelnatter. Was habt ihr gemacht? Habt ihr den Stock genommen, sie rausgetan? Ja, also am Kopf gegriffen und dann rausgetan. Ist eine Ringelnatter giftig? Ich glaube nicht. Nee. Also, für jemanden, der eine Ringelnatter im Wohnzimmer hat, ja, die mit der Hand an den Kopf gepackt hat. Ich weiß nicht, ob ich glaub nicht setzen würde, ja. Echt, ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaube, Ringelnattern sind ungefähr. Ich glaube, Würfelnattern. Kann aber auch sein, dass es genau andersrum war. Oh mein Gott, ich weiß, was jetzt kommt. Noch mehr Kerle mit ihren Kettensägen. Echt? Ja. Das ist aber doof. An die Stelle hier erinnere ich mich tatsächlich nicht. Wir haben nämlich jetzt zwei Leute mit Kettensägen. Oh, ich habe kein Präzisionsgewehr mehr. Dann muss der Meister wohl wieder runtergehen. Muss. Nein. Verdammte Scheiße. Weil, weißt du was? Guck mal den Kerl da oben. Ich hab ein Präzisionsgewehr. Oh. Wow. Ach, scheiß drauf. Oh, der war direkt der Erste. Toll. Was? Gewehrmunition. Was geht denn hier ab? Bist du das mit dem Flammenwerfer? Ja, ja. Hast du überhaupt Munition? Weil allgemein. Jetzt habe ich wieder ein bisschen was. Ach, scheiße, Maschinengewehr-Munition. Ich glaube, es kommen zwei mit Kettensäge gleich. Bin nicht 100% sicher, aber. Okay, es ist ein solcher Kerl. Auch so ein. Hört sich nämlich so an. Nö, also im Moment bin ich ziemlich alleine hier. Oh, ich erledige. Es geht schon immer schneller jetzt inzwischen. Ach, komm schon. Wir müssen irgendwie gleich diese Räder da drehen, damit die. Ja, ich bin schon an einem Rad. Aber ich sammle jetzt erstmal. Also, du bist an einem Rad dran, aber du hast noch nicht. Ich habe noch nichts gemacht, weil ich jetzt erstmal. Nee, da kommen wir jetzt erstmal nicht hin, weil da die. Ey, genau an dem Rad war ich. Das ist das, okay, ja gut, ich bleib weg. Aber ich wollte nur suchen, wenn ich Maschinengewehrmunition. Ja, ich gehe auch ein bisschen suchen. Ja, ich habe ja welche, aber. Ach so. Nee, du. Ist schon rar mit der Munition, unfassbar. Ja, dabei haben wir am Anfang so total geprahlt, dass wir so viel Munition haben. Ich hatte ja auch zwischenzeitlich über 100. Ich habe jetzt gerade wieder eine Pistolenmunition, wie du siehst, fast 75 oder so, ja. Also 70 und Dreh, okay. Damit kriegen wir betätigen. Okay, dann kommen wir darüber. Aber hier ist noch die Mission. Dankeschön. Habe ich irgendwas, was ich dir abgeben kann? Willst du rüber? Ich kann dir fünf. Ich glaube, sobald du da rüber gehst, kommt der Kerl mit der Kettensäge. Ja, ich gehe mal kurz an den anderen. An den anderen Hebel. Dann. Ja, da komme ich nicht rüber, oder? Ich hab nicht mehr viel Leben. Ich glaube im Notfall, ich muss dir da hochhelfen, aber ich weiß noch nicht ganz genau. Okay, ich gehe hier hoch. Du hast nicht mehr viel Leben. Aber ich bin bereit, ja. Vor allen Dingen, was ist das bitte für ein Ölfeld, dass hier einfach alles brennt? Vorsicht, da kommt eine Dynamitstange. Okay. Scheiße. Ich versuche zu dir zu kommen. Wo geht's zu dir? Da, bleib. Okay. Bleib da. Bleib am Leben. Verfluchte Scheiße. Komm hier rüber an die Tür. Kannst du das? Ist okay. Das war absehbar. Das war absehbar in dem Moment, wo wir gesagt haben, oh, ich habe noch so wenig Energie. Soll ich wirklich in den alleine auf diesen kleinen Inselpunkt dort gehen? Die konnte ich eben eigentlich. Beide habe ich durch. Und hast du inzwischen auch das Gefühl, dass Abitur kein Kennzeichen, kein Indikator für Intelligenz ist? Das hatte ich schon immer, wenn ich überlege, welche Deppen bei uns Abitur gemacht haben. Du kannst gerne über die ablästern. Wir haben auch schon ein paar Folgen gehabt, wo wir über Thomas W. abgelästert haben. Ja, den finde ich jetzt noch nicht mal am schlimmsten. Was, bist du jetzt auch runtergesprungen? Ja, jetzt will ich es machen. Nee, also den fand ich, das war
Wow. Ich fand so, die ganzen Mädels, wie hießen die so? Die fand ich viel schlimmer. Die hab ich voll verdrängt in meinem Leben. Also ich wirklich glaube, ich habe sie absolut verdrängt. Ich habe keine Ahnung. Marina. War die nicht bei dir in Deutsch? Marina, da kann ich jetzt gerade nichts. Linda hätte ich jetzt noch. Die erinnere ich gar nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Das war dieses Model. Ja, umso weniger erinnere ich mich. Ah ja, kommt schon, Leute. Wie viel wollt ihr noch überleben? Hier oben sind übrigens Maschinengewehr. Also oh, ich habe gar keine Gewehrmunition mehr. Wie traurig. Oh. Weißt du was? Ich habe noch genug. Naja, nicht genug, aber. Genug, um einen zu erledigen. Ja, genau den da hinten, ne? Den habe ich nicht. Nee. Eben in dem Durchgang. Das heißt, wir drehen jetzt einfach hier dran, dann kommen ja die ersten. Nein, ich glaube, die kommen, wenn ich da drüben bin. Okay. Nein. Ich geh jetzt runter. Ich geh da jetzt einfach runter. Das ist mir egal. Okay, hast du eine Granate geworfen? Nein. Achso, das ist der Keller. Ah, hier ist noch eine. So, der ist weg. Ah, so kommt man zu dem anderen Ding rüber. Ich würde mal sagen, ich gehe. Um unsere klugen Entscheidungen. Ja, weil du ja auch, weil ich ja auch ein Präzisionsgewehr habe, um mir dann von hier aus zu helfen, ne? Genau, ja. Nee, wir wollten ja nur. Ah, ist doch perfekt. Ist das so? Mhm. Der Kettensägenkerl kommt. Aua! Irgendwas hat mich getroffen. Hier ist eine Mine. Ach. Wo kommt der denn her, bitteschön? Der stand einfach hinter mir. Ach, wie immer. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Weg! Ich kann hier nicht weg! Oh mein Gott, ich muss hier später nochmal hin. Verflucht noch eins, da stand der Kerl einfach. Der ist hochgesprungen. Platziert eine dumme Mine hier hin. Das habe ich übrigens geworfen und ich habe ihn getroffen. Ich habe die Mine geworfen. Ich hab ne... Der ist über die Mine geflogen. Komm mal ein bisschen um die Ecke, weil ich stehe hier mit dem... Siehst du ihn? Ja, jetzt schon. Verdammt. Und aufwärts halten wir halt. Ja. Noch einen. Oh mein Gott, das war keine Chance dazu. Der lacht nicht so. Jetzt aber. Ich muss nachladen. Ich komm einmal um die Ecke. So, ganz in Höhe. Hat er dich gerade mit der Kettensäge gemassakriert? Er hat mich geköpft. wir sind gut. Richtig gut. Ach ja. Komm, wir machen das jetzt, ja? Wir kriegen das jetzt hin. Scheiß drauf. Der Kerl, der wird nicht lange überleben, der Kettensägenmensch. Nope. Wir müssen die ganze Scheiß wiederholen. Ich hab keinen Bock mehr hier. Komm. Vorsicht! Da ist der Kerl mit dem Kopf. Hallo? Was ist das? Ich hab hier ganz erwischt. So. Mhm. Da kann ich ja nämlich hin. Oh, ich hab sogar langsam Überblick darüber. So. Hast du noch Granaten? Ja. Okay, dann kommst du hier gerade mit hoch. Oh, der eine Kerl ist wieder aufgestanden.
So einer ist das, ey. Wo soll ich die Granate hinwerfen? Ja, verdammte Scheiße. Noch. Gleich hier hinter, oder was? Ja, gleich, wenn die drei Leute da wieder rauskommen. So. Okay, ja, du weißt ja Bescheid. Hui! Es ist 19 Uhr, gell? Wahnsinn! Scheiße! Wir haben für 3 Stunden eben aufgenommen. Ja, du hast den wichtigsten erwischt, sehr gut. Das Arschloch, ey. Ich habe ehrlich gesagt sehr, sehr wenig Munition, um. Also viel zu wenig Munition, um den Kettensägen-Heini zu erledigen. Hinter dir ist einer runtergesprungen. Er hat jetzt keinen Kopf mehr. Okay, du hast ja noch. Was brauchst du? Hast du. Also ich habe noch ein bisschen Maschinengewehr, Pistole habe ich ganz ordentlich, Gewehr habe ich gar nicht. Okay, folgendes, wenn du drüben bist, ja, dann kommt ja der Kettensägen-Heini sofort. In der Kiste dort befindet sich auf jeden Fall eine Mine und vielleicht Gold oder sowas, ja. Vielleicht schaffst du es, das Ding ganz durchzudrehen, bis er kommt. Aber wenn er kommt, dann kommt er von der Seite hochgesprungen, also praktisch du siehst es, wenn er hochkommt. Das heißt, ich hole erst die Sachen aus den... Genau, aus der Kiste, aus den Fisten, und dann versuchst du so schnell wie möglich zu drehen. Ich versuche ihn aufzuhalten hier unten. Scheiße. Hast du schon die Biene geholt? Ja. Ist gut, aber jetzt kommt er aufgesprungen. Vorsicht, hast du es geschafft? Ja. Sehr gut. Okay, jetzt, du musst an ihm vorbei. Also die Stelle, da musst du, da kannst du... Ist sehr, sehr gut. Ich hab noch einen Schuss da. Da ist noch, Gewehrmunition da. Oh, du läufst auf eine Sackgasse zu. Fuck. Schaffst du es? Sehr gut. Ich suche zum letzten Check. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hoch. Irgendwo möglichst hoch. Ich sehe ihn nicht, wo ist der? Der ist direkt um die Ecke, vielleicht sogar hinter. Da ist wieder die Sackgasse. Ah ja, da. Okay, Leute, wir schaffen es. Das wir überziehen nur ein bisschen, aber ist okay. Boah, der ist so... Wie ist der hochgejumpt wieder hinter dir? Wo der kommt jetzt zu dir hoch, der kommt jetzt hoch. Fuck. Du kannst es theoretisch erledigen, aber... Ja. Sag mal, wo turnst du eigentlich die ganze Zeit rum? Ich hab grad das letzte Ding fertig. Und jetzt erledigen wir den Kerl. Zusammen kriegen wir das hin. Nee, nein. Doch, doch, doch. Wir kriegen das hin. Du musst im Stress... Da kam noch der zweite gerade dazu. Verdammte Scheiße. Hast du mich eigentlich irgendwie im Blick? Oh mein Gott, ich weiß, wo der ist! Ich weiß, wo der zweite ist! Wieso haben wir den ersten nicht erledigt? Ich weiß, wo der erste ist! Die sehe beide! Hab ich doch Granaten oder so Scheiße? Wollen wir flüchten? Nein! Wie nein? Wie kriegt das hin? Was? Ach du Scheiße! Bist du am Ausgang? Die Kettensägen-Leute sind bei mir! Und sie brennen beide. Haken! Ich sehe beide.
2 Schuss mit dem Gewehr. Dann schießt sie. Das war's. Scheiße, hast du irgendwas noch? Ja, ich hab noch Munition. Also du kannst hier rüberkommen. Komm zum Ausgang. Hast du noch Schrotgewehr? Nicht mehr viel. Oh mein Gott, einer erledigt. Oh, pass auf! Oh mein Gott, der ist ziemlich. Nein. Oh mein Gott! Ich hab noch Gewehr. Ein Schuss. Halt drauf! Ich tu es schon! Oh mein Gott, wir kriegen's hin! Wir kriegen's hin! Oh du Scheiße! Wieso hast du mich allein? Ja! Oh Gott sei Dank, ey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Wir mussten die gar nicht erledigen, oder? Nein! Wir konnten doch einfach hier runter, da war's das! Ja! Boah. War das aufregend? Na. Können wir öfters machen? Ja, ist klar. Okay, das war's für unsere Folge dieses Mal wieder. Ach du Scheiße. Wir brauchen ein Finale dafür.